So Leute, für die Maniperle, Spiegelsee, Schneehügelpfad. Die Viecher findet ihr eigentlich überall. Killt sie halt einfach so lange, bis ihr ein Ding geht. Ihr müsst tatsächlich farmen. Also da kommt ihr nicht drum rum. Und zwar die Johnnies sind das hier. So diese ganz normalen Ottos, die hier überall stehen. Die müsst ihr farmen. Und ich kann euch nur zeigen, hier ist die Location, wo ihr viele von denen findet. Und auch da links. Da haben wir hier auch. Da. Aber tatsächlich ein Random Drop. Ich zeige es euch mal, dass ich es gefunden habe, damit ihr nicht denkt, ja, der Typ erzählt doch Käse. Da habt ihr das erhöht im Zustand eingefroren, die kritische Trefferchance moderat. Genau. So Leute, obere Pagode ist der Schrein im Reich der Pagode im Neuen Westen. Da geht ihr einmal hierher. Aber das war richtig clever von mir, da komplett runter zu jumpen. Uff, der Kollege auf New Game Plus 4 ist hart. Was heißt hart, aber anstrengend. Aber geschafft ist geschafft, Leute. Und wir haben ihn bekommen. So, meine Freunde, von dem Schrein Niedere Pagode, Reich der Pagode, geht ihr einmal hier rein. Also das ist die unterste Ebene, sozusagen, kurz bevor ihr aus eurer Zelle entkommt. Geht ihr einmal geradeaus weiter. Ich versuche jetzt wirklich alles zu umgehen, ist ja alles voller Ottos. Naja, chill mal dein Nugget, Alter. Wow. Okay, chill mal. So, dann geht ihr hier außen lang. Immer weiter. Bis ihr quasi zu dem Bereich kommt, wo ihr auch die Treppe hoch müsst. Beziehungsweise wo es dann die der Weg nach oben geht. Auf. Hier dann einer. Anstatt hoch zu gehen, geht ihr geradeaus durch. Und dann habt ihr hier eine Kiste. Erstmal den Otto da weghauen. Die macht er auf, wenn er es auf die Reihe kriegt. Jawohl. Und da ist die Teetasse drin. Ich zeig die euch mal. Ich habe die, glaube ich, jetzt schon zum 15. Mal. Ich glaube, ich kann immer alles nur einmal kriegen. Deswegen kriegt ihr von mir gezeigt. Wie ihr seht, mein Inventory ist ein bisschen voll. Hier. Weiße Jadeschale ist es. So Leute, für die Rarität müsst ihr Folgendes machen. Dann müsst ihr die hier umlegen. Gibt es insgesamt 9 Stück davon. Auf jeder Ebene gibt es 3. Geben auch gute XP, kann ich euch sagen. Also, wenn ihr seht, das ist ab, dann beeilt euch. Nicht. Schauen wir mal nochmal. Hier scheint es irgendwie nur 2 zu geben auf der Ebene. Für mich dann auch fein. Wie gesagt, wenn ihr das geschafft habt, kommen dann neue. Wir befinden uns weiter unten. Immer auf jetzt. Leute, wir sind auf der dritten Etage, ist es. Da gibt es nichts. Ich
ganz billig. Super. Ich zeige euch das nochmal. Ihr müsst dann hier bei dem Schmanni-Rad gehen, um dahin zu kommen. Der ist da. Wenn ihr euch hält, festgestellt habt, sind es 8 und 9 Typen, die wir killen. Geht hier einfach weiter. An halt 3. Der eben ist fett und wurde das. Oh, dann habt ihr auf der obersten Etage noch einen. Müsst ihr euch aber oben vom ganz obersten Etage schon raus. Und dann. Das. Dann der eisensvolle Laterne. Das ist die Erfahrung. So Leute, vom Reinbach der Glückseligkeit im Tal der Ekstase wieder mal. Mir gefällt alles hier in diesem Kapitel. Geht ihr einmal hoch, dann gibt es einen relativ witzigen Boss. Der nennt sich Unfähig. Kann man sagen, der Typ ist gar nicht so unfähig, so werdet ihr sehen. Bin mal gespannt, wie er sich so auf New Game Plus 4 anfühlt. Okay. Let's go. So, und dann ist er da. Gut, dass das Game nicht leckt, Alter. Ja, und dann war es das mit unfähig. Wunderbar. Ich zeige auch mal das Item, was ihr dann auch durch ihn kriegt. Wenn wir uns schon mal die Mühe gemacht haben, droppt es leider nicht mehr. Der droppt es einmal und dann ist es weg. Aber ich zeige es euch. Und zwar ist es. Ja. Das ist auch gleich. Maitreyas Kugel. So, meine Freunde, wieder auf der Straße der Langlebigkeit im Tal der Ekstase. Und zwar, diesmal geht ihr durch das Tor durch, so als wolltet ihr in Richtung Donnerschlagtempel, aber ihr geht nach links und nicht nach rechts. Einmal hier durch. Ja, chill mal, Bruder. So. Seht ihr hinten das Tor, da geht er mal durch. So. War das nochmal ein Tor? Aber das ist nicht so der Weg, wo ihr hin wollt, sondern ihr wollt jetzt hier so. Da wo der Johnny ist, ja, an dem geht er vorbei. Komm, der versucht euch zu dodgen, zu diven. Ah, hat er wieder versucht. Ja, der große Riese da hinten ist unser Ziel. Genau der. Alter Bruder. Erstmal niederkloppen. Und der droppt dann goldener Stachelpanzer, ist genau das Ding, was ihr sucht. So, Leute. Im Tal der Ekstase, Straße der Langlebigkeit, gibt es noch ein, ja,
eine Rarität, die ihr farmen dürft. Also sprich Gegner killen, bis es droppt. Ich zeig's euch mal. Ich habe tatsächlich gerade eine gekriegt durch Zufall. Deswegen zeige ich euch das mal einmal hier. Und was es ist, das zeigen wir euch auch gleich. Das hier. Wie ihr seht, erhöht die vier Flüche Resistenz. Das wollt ihr, und ich zeige euch jetzt, welchen Gegner ihr dafür killen müsst, beziehungsweise häufiger. Also von dem Schrein geht ihr irgendwie den Weg zurück. Nicht irgendwie, ihr geht einfach den Weg zurück. So, einmal gerade hier durch. An diesen Riesen vorbei. Und dann seht ihr hier dieses Gate. Und, wenn ihr zu diesem Gate geht, dann sind hier oben drauf, also ich habe jetzt kein Ding refreshed, keinen Schrein, da sitzen hier zwei Typen drauf, wenn ihr durchlauft, springen die runter und die killt ihr dann für die entsprechende Rarität. Also hier sind die beiden. So, meine Freunde, die Quest mit dem Fuchs, ihr geht in den neuen Westen, Tal der Ekstase, Achtsamkeitsklippe und dann der Wald der Wonne. Und da vorne, am Wald der Wonne, hier am Toreingang, seht ihr einen Fuchspelz. Kind Sir, pause your steps and heed my story. I was a fox guy who practiced to become one of the humans. One day, I was foraging for food and found myself caught in a hunter's trap. A young scholar saved me and kept me in his home to let me heal. I couldn't move, yet my heart swelled with gratitude. I thought I could aid him in his career in return for saving my life. Little did I foresee that following a dream, he would take my life. My soul lingered, yet he left without a trace. I sought tirelessly, only to find he had become a monk in the new Thunderclap Temple. I beg you, sir, to take my fur and wear my form, comfort him and calm my sorrowful heart. He's hiding in the side hall of the temple. So Leute, wenn ihr die Quest geschafft habt, dann geht ihr einfach in den Donnerschlag-Tempel, also erstmal dahin. Natürlich gibt es den Schrein Mahavira-Halle. Ihr müsst auch nicht als Fuchs zu dem Typen hin, sondern geht dann einfach hier runter. Könnt aber auch Tempel-Eingang nehmen, ne? Also ihr müsst nicht den hier nehmen. Ich nehme immer den. Und normalerweise kill ich diese Ottos da auch. Okay. Weil wenn ihr die killt, dann kommen die auch nicht mehr. So, und da vorne müssen wir nach rechts. Den Typ versuche ich jetzt mal zu avoiden. Jawohl, das geht. Das geht. Einmal hier durch. Dann hier durchgegangen seid. Ja, chill mal. Und da oben sind auch zwei Elektrotypen. Sind ein Haufen so Blonde, sage ich schon. Sorry Leute, ihr müsst hier durch. Könnt wie gesagt auch alles mit dem Fuchs laufen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Könnt tatsächlich ganz normal durchgehen. Da, wunderbar. Das heißt so viel wie jetzt nehmen wir den Pinsel. Und gehen rein. For years, I've prayed you'd find peace
Still you come to take my life in penance against yours. You wouldn't understand my agony when I took your life. The Buddha sees no such vengeance. I shall usher you to the beyond once more. So, geht's. Sag's euch, es ist, du kommst da nicht ohne. Unleere auch besiegt. Not even the scriptures can bring me from this great. The nature of your. Dann geht ihr einfach nur noch zurück. Ich stelle mich schon wieder an hier. Und zwar den hier. Wie ihr seht, habe ich ihn schon dreimal. Polarfuchspinsel kriegt ihr dann, wenn ihr wieder zum Walterwonne geht und die Quest abschließt. So Leute, im Tal der Ekstase, Türme des Karmas, könnt ihr einen Gegner finden, für den ihr quasi den das Teil Beast Buddha sammelt. Ich zeige euch die Rarität einmal, damit ihr seht, dass ich sie habe. Ich habe das jetzt nicht gefarmt, also live gefarmt für euch. Ich glaube, ich habe ihn sogar ausgerüstet, der relativ gut ist. Ja, genau, der Bestien Buddha, das ist die Rarität, die ihr sucht. Und der Gegner, der es droppt, also Türme des Karmas, habe ich euch gerade gezeigt. Und hier, so, dieser Gegner-Teil droppt es. Mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück. Aber den müsst ihr bashen, immer wieder dort spawnen, Leute, und dann. Der Schrein ist direkt daneben. Alter, hält der mittlerweile viel aus, ey. Also. Den müsst ihr killen und dann wird das was. So Leute, am neuen Thunderclap oder Donnerschlag-Tempel am Tempeleingang gibt es eine der ja, schönen Rarities und die ist Farmen, also Grinden, Freunde. Und das darf man relativ eklig machen. Da gibt es hinter diesem Tempel gibt's jetzt 4 Gegner, die das droppen können. Und diese 4, ja, versuchen wir mal zu erwischen. So, die 4 sind nicht die Johnnies, sondern es sind die hier. Die Jungs. Also von diesen Thunder-Zauberern müsst ihr die halt killen. Und Glück haben. Ich habe, glaube ich, schon 1000 von denen gekillt. Die Droprate ist ein Joke. Aber, ja, ich zeige euch das jetzt einmal und dann das nächste Mal blende mir ein, wenn der Drop kommt. So, Leute, man wird es kaum glauben. Es ist tatsächlich gedroppt. Ist aber leider nicht auf Tape, aber ich zeige es euch. Und zwar so sieht das Ding aus. Considerably, also erhöht deinen Mana wirklich drastisch. Genau. Thunderflame, Seal oder. So, Leute, im neuen Donnerschlag-Tempel in der Maravira-Halle, also kurz vorm Endgegner, den letzten Endgegner hier quasi in Kapitel 3, geht ihr den Weg zurück. Ihr seht da hinten das Gebäude, also einmal durch das kleine Tor durch und dann da hinten. Holen wir uns den Thunderstone. Ja, ich habe den tatsächlich auch lange übersehen gehabt, sondern irgendwann mal durch Zufall habe ich ihn gesehen und dann habe ich mir ihn auch direkt geholt. Also hier einmal durchs Gate und dann jetzt einfach hier in diesen Tempel geradeaus rein. Da ist er auch wirklich genau in der Mitte, also von hier aus. Schön die Treppe runter. Ich habe vorher für euch alles geklärt, sodass wir hier nicht ewig rumfighten müssen oder sonst irgendwas. So, wenn ihr geradeaus geht, kommt ihr zur Mitte und dann habt ihr den Thunderstone genau hier. Wunderbar.